Wunderbar, schön, dass ihr alle hier seid und ganz besonders schön, dass Harald, dass du auch noch hier bist. Und es geht jetzt hier um einen kleinen Dialog. Ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen mitgebracht, aber es geht mir natürlich auch um euch. Ich möchte, dass ihr auch partizipiert, dass ihr sozusagen eure Fragen stellt. Und es hat gestern wunderbar geklappt mit Maya Göpe. Wir haben uns da auf die Treppe gesetzt und wir machen das einfach jetzt nochmal genauso. Wenn ihr eine Frage habt, bitte direkt ins Mikrofon sprechen, weil wir einen Livestream haben und sonst hören, oh, danke schön, und sonst hören unsere Leute im Internet uns nicht. Und Herr Faltin hat mich gebeten, dass er gleich am Anfang noch mal eine Frage stellt. Deswegen hat er den Vortritt. Ja, ich fand das so toll mit den Orten, die guten Orte. Und Entrepreneurship hat für mich immer auch was mit den Orten zu tun. Und auch dieser Ort hat ja eine lange Geschichte und hat eine universitäre Tradition von freier Meinungsäußerung und nicht Bevormundung und solchen Sachen. Mich würde interessieren, Sie, Herr Welser, Sie haben ja diesen sinnlosen Innovationen ordentlich Ohrfeigen gegeben, auch völlig richtig. Wir haben mit dieser Art von Innovation à la Silicon Valley hier nichts am Hut. Das ist ja auch ein immer ständiges Herauskitzeln neuer Bedürfnisse. Das hält diese Schwungrad von Ökonomie und Gewinnmaximierung und Wachstum am Gang und diese ganze Werbemaschinerie und Bedürfnis herauskitzeln Maschinerie ist etwas Fürchterliches, was ja auch eine Ursache für diese Überforderung des Planeten ist. Können Sie uns ein bisschen noch ausführen, Beispiele geben, für diese guten Orte und Innovation? Natürlich geht es bei uns auch um Innovation. Und da dachte ich auch, vielleicht watscht er uns jetzt auch ab. Aber vielleicht Beispiele, wie wir uns Innovation vorstellen können, in unserem Sinne hier mit den guten Orten und unseren eigenen Werten. Auch dieses Beispiel der Bürger, die zusehen, wie die Juden da hier zum Grunewaldbahnhof getrieben werden. Das war ja eine tolle Metapher. Also wie können wir Mensch bleiben und uns in diesem Trubel als Opposition, als Wirtschaftsopposition bewegen? Ja, das ist natürlich eine ziemlich umfängliche Frage. Also bleiben wir mal bei dem üblen Beispiel. Sowas beschäftigt mich ja auch. Also wie gewissermaßen, wenn es historisch belegbar ist, dass es ab einem bestimmten Niveau kein Innehalten in der Gegenmenschlichkeit mehr gibt. Ja, diese nicht-jüdischen Deutschen waren ja zu Beginn der 1930er Jahre genauso okay wie ihr und wie ich. Ja, also bis auf sozusagen explizite Personen. Aber so, die hätten ja genauso wenig oder viel Gutes und Böses im Sinne gehabt. So. Und wo ist dann der Punkt, ab dem es kein Halten mehr gibt? Also wie so ein Tipping Point, ein kritischer Punkt. Und das ist schwierig zu bestimmen. Mir geht es zum Beispiel so, dass wenn ich diese ganze Abfeierei von Margot Friedländer sehe. Ja? Margot Friedländer hat alles Recht, gefeiert zu werden. Sie hat Auschwitz überlebt und so weiter. Aber da sitzen die Leute in riesigen Sälen und feiern, sind ganz gerührt, dass Margot Friedländer das überlebt hat und heute noch Interviews gibt und so, stimmen aber im gleichen Augenblick einer Gesetzgebungskaskade der totalen Gegenmenschlichkeit zu, wie wir es nach Solingen innerhalb von 2 Wochen in diesem Land in einem totalen Überbietungswettbewerb an zum Teil auch noch schwachsinnigen Maßnahmen gehabt haben, aber die alle den Sound der totalen Anti-Margot-Friedländer-Kultur haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und was man so verstehen muss, ist, dass die Leute, wir haben mal vor vielen Jahren ein Projekt darüber gemacht, über Retter und Helfer und Helferinnen und Retterinnen, ja? Diese in der Promillegröße sich in Deutschland rangierenden Menschen, die, was weiß ich, im Schrebergarten jemand versteckt haben und so weiter und so weiter. Und was man verstehen muss, ist das, was da heute gefeiert wird. Ja, das sind tolle Leute, die sind super und das sind Vorbilder. Die waren zur fraglichen Zeit abweichende Persönlichkeiten. Okay? Die hat niemand gut gefunden.
außer diejenigen, die dann gerettet worden sind und die, das Netzwerk, was man hatte. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass diese normativen Umformatierungen, wie sie zum Beispiel jetzt, was die Fluchtfrage und die Geflüchtetenfrage angeht, das geht unheimlich schnell. Und plötzlich reden alle denselben Text. Alle in dieser Republik halten für unser größtes Problem, also mindestens in der politischen Klasse, die irreguläre Migration. Als hätten wir keine anderen Probleme. Ja? Und das sind so Prozesse, die mich total beunruhigen. Die mich total beunruhigen, weil man da sehen kann, wie schnell das geht und wie dann alle dazu nicken. Und was ich auch eben verschärft finde, ist, das kann man dann an der, so im Sozialtypus der grünen Politikerin sehen, ist, die stimmen dem auch alles zu, aber mit Bauchschmerzen. Okay? Und das ist psychologisch ein interessanter Mechanismus, weil die Selbstvergewisserung darüber, dass man etwas nicht gerne tut, hilft einem, der Unmenschlichkeit zuzustimmen. Das sind alles komplexe Operationen, aber es gibt so wenig Haltepunkte dagegen. Das ist so der eine Teil. Und der andere Punkt ist dann tatsächlich der, das ist das, was mich beschäftigt, wo ich keine gültige Antwort habe. Aber wenn ich mir gute Orte angucke, wie den von Pater Martin oder ich habe diese Woche war das sogar am Dienstag, habe ich abends eine Diskussion gehabt in einer Bar, die heißt Hadley's in Hamburg. So, Hadley's ist eine Bar, die von einer Frau namens Tina Heine gegründet worden ist und geleitet wird. Und es ist eine sehr schöne Bar. Es gibt gute Sachen dort zu trinken, hat eine super Atmosphäre. Aber was Tina Heine macht, ist einzuladen zu solchen Sachen. Heute Abend kann man diskutieren, was weiß ich, mit Carsten Broster oder mit Harald Welzer oder mit wem auch immer. Und es ist eine Einladung, die da ausgesprochen wird. Und man bekommt guten Wein zu trinken, man bekommt was zu essen und so weiter und zahlt hinterher das, was man meint, was der Sache angemessen wäre. Also es gibt keine, es wird da nicht irgendwie hier, ich hätte gerne noch und so, sondern es wird alles hingestellt, ist alles da und so. Und das Interessante ist, dass dieser kleine Laden eine unglaubliche Inspirationswirkung hat für alle diejenigen, die mal an so einem Abend teilgenommen haben. Und das liegt daran, dass es einfach als guter Ort gedacht ist. Zum guten Ort gehört das Einladende, es gehört ein Verständnis von Gastgeberschaft und Gästen und es gehört eine bestimmte Atmosphäre dazu, die einfach über Gespräch hergestellt wird. Also alles total old-fashioned, total alt, nichts Neues dabei, aber eine, fast muss man sagen, eine Maschine oder ein Tool zur Herstellung von Gemeinsamkeit. Ja, und die Abende, die man dort verbringt, die haben Erzählwert. Also jede, die da mal gewesen ist, sagt, ich war gestern da und da. Das sind ja die ganz einfachen Geschichten. Also das, was sich jetzt gar nicht messen kann, also was ist der Impact-Faktor, was ist der Skalierungswert und so weiter, sondern da erzählt man was drüber und weiß, es war gut. Ja? Und so gibt es ganz viele Sachen. Ich kann auch noch eine sehr tragische Geschichte erzählen, die mich beschäftigt, weil sie auch irgendwas ganz Gutes hatte. Nämlich im vergangenen Jahr hat sich eine gute Freundin selbst getötet, aus Gründen, die hier gar keine Rolle spielen. Und da hat eine Trauerfeier stattgefunden, einen Monat später. Und zu dieser Trauerfeier sind unheimlich viele Leute gekommen, also mehr als jetzt hier in diesem Saal sind. Und es bestand dann darin, dass fast alle, also diejenigen, die es wollten, bei dieser Trauerfeier auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben, was diese Person für sie bedeutet hat. Und ich habe so da gesessen, habe mir das angehört und das war sehr divers, also von totalen Ökoschraten bis hin zu arroganten Schnöseln wie mir und so, war da sozusagen eine total heterogene Community und ich habe so da gesessen und habe gedacht, verdammt nochmal, wir denken immer darüber nach, wie man etwas künftig herstellen kann, zum Beispiel sowas wie gelingende Gemeinschaft. Und da war sie einfach da. Das heißt, die Frage war falsch, wie stelle ich das her? Sondern es gab einen Grund, weshalb die Leute da waren und sie haben jeder für sich was dazu. Und dann war es das. Das war schon die Utopie. Aus einem ganz fürchterlichen Grund, ganz tragischer Anlass.
Und das sind so die Dinge, wo ich gerade versuche, drüber nachzudenken. Also gewissermaßen genau gegenteilig, also nicht in die Zukunft orientiert, sondern zu gucken, was ist da, was gibt es jetzt, was übersehen wir, auch was ist möglicherweise ganz klein und nicht groß, was ist ineffizient und nicht effizient. Also im Grunde genommen immer das Gegenkonzept zu denken und dann zu schauen, was finde ich da eigentlich? Das ist so meine Strategie und die ist eigentlich ganz okay, weil man immer was findet. Ich sage noch mal was anderes, weil mich das auch so gefreut hat. Ich mache bei meinen morgendlichen Fahrradgeschichten, halte ich gelegentlich an so einem kleinen Obststand an, egal wo das ist. Und die haben jedenfalls super Obst und super Gemüse und die haben dreimal die Woche haben die da so einen Stand. So, dann komme ich neulich morgens dahin, da steht ein riesiger Lastwagen, der eine Laterne umgefahren hat, direkt vor diesem Obststand. Und es war gerade geschehen. Und dann ist der Lastwagenfahrer gerade im Dialog mit dem Polizisten und die sprechen in einer mir völlig unbekannten Sprache. Und eine Polizistin steht an dem Obststand und dann sage ich zu der Polizistin, sag mal, wie viele Sprachen könnt ihr eigentlich? Und dann sagt sie, du, wir können das, was wir mitbringen. Und dann habe ich gedacht, wie cool ist das denn, dass wir mittlerweile 40% bei der Polizei von Menschen haben, die was mitbringen, weil die aus Polen, Tschechien, was weiß ich, woher kommen. Und das löst dann, ich meine, dieser Lastwagenfahrer, der war so happy, das war ein Native Speaker, als Polizisten da hatte und alles war total gut. Da habe ich gedacht, das ist Utopie, aber die ist jetzt und die ist so einfach. Ja, es ist so einfach und es funktioniert. Und wir haben nur, das war ja die Frage am Ende der Session vorhin, wir haben nur dieses idiotische Dagegengerede. Ja, als sei ein Mensch, der von anderswoher kommt, per se ein Problem. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Da treten Parteichefs mit auf mit diesem Text. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Herr Söder und solche Klappstühle. Gerne. Ganz nah ans Mikrofon. Ich versuche es, muss mir das ein bisschen runter machen. Ja, mein Name ist Dorothee Beres, ich bin bei den Teachers for Future und bei Bildungswende jetzt. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, als Sie gesagt haben, nicht jede Innovation fördert Gemeinschaft, also das interpretiere ich so ein bisschen so, habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind und Jugendliche noch ohne Handy aufgewachsen bin und im Zug saß und ich habe so viele gute Menschen im Zug kennengelernt und irgendwann hat diese Innovation, neue Medien hat das verhindert. Ich wünschte mir, dass die Bahn so Abteile mitfahren lässt, wo Kommunikation gewünscht ist. Also so Dialogwagen, die fände ich super. Das ist das eine. Das andere, ich bin hier hingekommen, ich bin keine Unternehmerin und ich habe aber ganz viel von Futo 2 gehört schon, auch durch die Teacher. Meine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich das höre, was Sie sagen, wir haben emotionale Verbindung zu dem, was wir selber erlebt haben, das lebe ich im Bildungswesen und gerade im Bildungsaktivismus ganz doll, was für Bremskräfte da wirken, weil das hat mir ja auch nicht geschadet. Ich glaube, da ist ein großer Schmerz von, wenn das bei mir, also es darf doch bei mir nicht schlecht gewesen sein, das, was ich meinen Kindern antue, darf nicht schlecht sein. Also irgendwie kann ich nicht mit der Idee leben, dass ich das Bildungssystem wirklich radikal ändern müsste. Gleichzeitig wird uns klar, radikal geht nicht. Es braucht irgendwie den Übergang, von dem Maja Göpel gestern gesprochen hat. Ich frage mich, wie können wir eine Offenheit oder ein Bewusstsein dafür herstellen, dass die Gesellschaft so anders geworden ist und dass deswegen die Bildung auch andere Antworten braucht. Weil Schule ist ja letztendlich, Schule, Bildung ist der einzige Ort, wo vielleicht noch alle wirklich die Chance haben, Zugang dazu zu bekommen. So ungerecht wie unser Bildungssystem in Deutschland leider an vielen Stellen ist. Aber viele andere Orte gibt es nicht. Also vielleicht 2, 3 Gedanken dazu. Bewusstsein verändern bringt gar nichts. Ja, wir haben ja, man kann das bei der Klimafrage angehen, wir haben extrem erfolgreiche Bewusstseinsveränderung. Alle wissen, dass es wirklich ein Überlebensproblem ist, macht aber nichts. Also an Bewusstsein verändern, glaube ich, überhaupt nicht. Praxis verändern ist der entscheidende Punkt.
Und das wäre der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Das Interessante ist, und darüber kann man ja auch sprechen, Schule hat sich ja in den letzten 20 Jahren radikal verändert. Schulen sind heute viel, viel schlechter als zu der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin. Ja, also man muss... Ja, ich versuche so ähnlich wie bei der Antwort vorhin, ich versuche gewissermaßen immer die Gegenfrage mir selber vor Augen zu führen. Das ist auch übrigens bei der ganzen, wenn man zum Beispiel über Mobilität oder sowas redet, ja, da kommt ja immer das Verzichtsding. Die Leute wollen ja nicht verzichten. Und dann kann man die Gegenfrage stellen, aber die verzichten doch wie verrückt. Ja, in einer Stadt, wie sie jetzt ist, verzichtet man doch auf so wahnsinnig viel. Merken Sie das eigentlich nicht, worauf Sie alles verzichten? Auf Ruhe, auf Sicherheit, auf Spielräume für Kinder, bla bla bla. Das heißt, man kann das ja immer umdrehen und sagen, warum sind denn unsere Schulen jetzt eigentlich so viel schlechter geworden? Naja, und dann schließt sich plötzlich ein Kreis, weil man offensichtlich unter neoliberalen Vorstellungen die Idee gehabt hat, dass so etwas wie eine vernünftige Daseinsvorsorge für alle Menschen in dieser Gesellschaft das zentrale Ding ist. Ja? So, jetzt kann man hier die berühmte Willy Brandt-Regierungserklärung zitieren, die Schule der Nation ist die Schule. Punkt. Ja? 1969, glaube ich. Die Schule der Nation ist die Schule. Das ist ein Stellenwert, der dieser Institution beigemessen wird. Naja, warum? Weil alle diejenigen, die hinterher aktive Gestalterinnen und Gestalter der Demokratie sind, die müssen in dieser Schule gebildet werden. Ja, und die müssen nicht für irgendwelche funktionalen Qualifikationen gebildet werden, sondern die müssen als diejenigen gebildet werden, die für so eine Form von Gesellschaft fähig sind, urteilsfähig zu sein, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen. Das ist die Aufgabe einer Bildungsinstitution in der Demokratie. So, gut. Und dann würde ich sagen, da mit solchen Sätzen kann ich jetzt Bewusstsein bilden. Interessant wird die Sache bei den Schulprojekten, wo tatsächlich solche Dinge passieren. Also demokratische Schulen oder was weiß ich. Oder hier Beethoven-Gymnasium, nicht weit entfernt, wo Phil Elsen als Lehrer mit seiner Klasse einen Klassenraum neu macht. Und gesagt, das ist doch totaler Scheiß, was wir hier haben. Die Fußböden, die Möbel, die Fenster, ist alles Mist. Nichts ist Cradle to Cradle. Es sieht auch scheiße aus, ist abgeranzt und sonst was. Also gibt es ein Projekt des idealtypischen Klassenraums. Und zwar mit allen Schikanen. Die Kids müssen dann gucken, wo sie irgendwelche Sponsorgelder dafür kriegen. Die müssen sich mit den Materialien beschäftigen. Die müssen das ranholen. Die müssen das Design entwickeln und sonst was. Und irgendwann gibt es dieses Klassenzimmer. So, und das ist natürlich das beste Klassenzimmer in der ganzen Schule. Und automatisch fragt man sich, warum ist denn nur dieses Klassenzimmer so gut? Also, das sind immer diese Praxisgeschichten. Und über die Praxisgeschichten kann man Geschichten erzählen, man kann das weitererzählen. Und die Kinder, die das gemacht haben, haben gewissermaßen die Erfahrung auch gleich mitgemacht, dass man Dinge verändern kann. Es gibt da kein Gesetz, das heißt, es darf nur beschissene Klassenräume geben. Das gibt es, existiert nicht. Es kann auch gute geben. Und man kann dafür sorgen, dass die gut sind. So, das sind so die Dinge. Das ist auch das Futur-2-Prinzip letztlich, ja. Man braucht keinen Auftrag, den einem irgendjemand gibt, sondern man kann das ganz unbeauftragt, kann man gute Sachen machen. Und man braucht sich nicht von der Frage beirren lassen, ob das die ganze Welt rettet oder so. Ja, sondern es hat ja einen Wert in sich, dieser Klassenraum. Und das alles hat nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern es hat was mit guten Orten, mit Veränderung, mit erfahrbarer Veränderung zu tun. Es ist ja schon eine Schlange an Fragen. Ich glaube, ich kann meine ganzen Fragen nicht stellen, aber ja. Also das Konzept der Räume und der Kommunikation, das machen wir ja seit 30 Jahren aus der Ökoszene, in der Humanökologie, das wissen wir alles. Warum sind wir nicht erfolgreich? Mein Sohn und ich sind gerade 5 Wochen durch die USA gereist und haben hunderte von humanökologischen Gesprächen mit Leuten geführt. Der Tenor ist eindeutig und ich glaube, dass Ihr Vortrag oder beziehungsweise Ihr Gespräch, was Sie vorgestellt haben, eigentlich das Problem selber ist. Weil was sagen uns die Leute alle?
Die Leute haben uns alle gesagt, sie wollen mit ihrem Nachbarn wieder grillen. Sie wollen, dass der Hass weg ist. Also auf beiden Seiten, auch vor allem die Extremsten haben das gesagt. Und jetzt kommt der springende Punkt, der auch hier mit Innovation, Entrepreneurship viel zu tun hat. Alle, und das sehe ich auch hier seit Jahren, alle wollen, dass wir in eine vernünftige Handlung kommen. Und ich glaube, die Analyse, jetzt mal abgesehen von Hannah Arendts Beschreibung, warum Massenpsychologie und Propaganda wirkt, das können wir alles untersuchen, aber alle sagen uns, sie wollen handeln. Und wir sehen ja, dass diese Leute, die zur AfD gehen oder den Trump wählen oder beziehungsweise sich dort engagieren, die overcome, sagt man ja sozusagen im Englischen, die überschreiten ja ihre Grenze und gehen sogar zu denen, obwohl sie es gar nicht wollen. Wir finden den Trump nicht toll, haben uns die Hardcore-Leute gesagt. Wir wählen den trotzdem. Also ist doch der Punkt, der wahre Punkt, eigentlich wahrscheinlich wo ganz anders. Warum tut Robert Habeck bei der Wärmegeschichte nicht sagen, jeder hat doch einen Kühlschrank, das ist eine Wärmepumpe, ihr müsst den ja sogar fast gezwungen rauswerfen nach 30 Jahren, weil das Ding so gut funktioniert. Das heißt, es eigentlich, oder bei der Energiewende, wir haben die Hälfte der Produktion praktisch erreicht, 60% des Stroms sind erneuerbar, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Aber ich glaube, in der Kommunikation liegt ein Punkt, dass wir nicht fähig sind, und es geht jetzt gar nicht um diese Wissensschiene, also wie Sie sehr schön gesagt haben, die Zahlen sind doch klar, aber in der Kommunikation sind wir nicht fähig, sozusagen das Komplexe, nicht Komplizierte, so zu transportieren und die Leute mitzunehmen, dass die Leute, die was verändern wollen und beim Kaufland oder sonst wie zu jedem Schnäppchen greifen, also motiviert sind sozusagen, was zu verändern, dort was abzugreifen, dort zu sagen, ja, viel besser, ja, dass die das auch machen. Und ich glaube, es liegt in der Kommunikation. Und wenn ich jetzt noch eins draufsetzen darf, wenn ich also die Talkshows anschaue, dann stelle ich immer wieder fest, ob das Fridays for Future ist, ob das die Maya Göppel ist, auch sie. Manchmal sieht man regelrecht, dass der eigentliche Punkt, der diskutiert wird, der ist vollkommen off. Der wahre Punkt, und das sehen, glaube ich, viele Leute auch dieser Szene, sehen, das ist doch gar nicht der Punkt. Wir gehen hier in der Diskussion vollkommen weg von dem eigentlichen Essentiellen, zum Beispiel zu sagen, naja, die Wärmepumpe, aus diesen Gründen gibt es Physiker, die können euch das sagen, die ist gut und die ist besser. Und dann die Leute dazu zu kriegen, dass sie das akzeptieren. Ich glaube, da läuft in der Kommunikation was grundsätzlich falsch. Ich glaube, das ist auch der einzige Knackpunkt, wie wir das auflösen können, weil die Räume, die wir schaffen, des Gesprächs, die existieren an vielen Stellen. Also zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich stimme dem ersten Teil der Analyse total zu. Und was, glaube ich, der zentrale Punkt ist, deshalb ist der Hinweis auch richtig, es wählen Leute auch Trump, die den eigentlich also bescheuert finden oder so. Ja? Das muss man verstehen, dass sie das tun. Und auch das hat wenig mit rationaler Erwägung zu tun. Was Populisten vom Typ Trump oder Meloni oder Le Pen oder wem auch immer, Hubert Aiwanger und sonst was gelingt, ist, Gemeinden zu bilden. Ja, Gemeinden, die daraus konstituiert sind, dass die Leute, die dorthin gehen, so welche sind wie ich auch. Und mit denen kann ich reden und mit denen kann ich gemeinsam Aktionen machen oder Gemeinsamkeit herstellen, nur durch Präsenz oder dasselbe Kreuzchen. Das ist ein ganz zentrales Funktionselement von faschistischen Bewegungen. Und deshalb habe ich vorhin auch so stark die Emotionen gemacht, weil das hat mit, weil da gibt es ja diese berühmten Analysen, warum wählen Leute gegen ihre Interessen? Die gab es schon in den 1920er, 90er, 30er Jahren. Und es gibt einen berühmten Text von Ernst Bloch über den faschistischen Agitator und den kommunistischen Redner. Ja, und er beschreibt genau das, dass dieser kommunistische Redner natürlich mit Zahlen und Fakten und so weiter und so weiter. Und der Faschist macht was ganz anderes. Der macht den Appell an die Gemeinde. So, und das ist ja an sich nichts Schlechtes, weil Menschen sind soziale Wesen und wir alle wollen ungern vereinzelt sein. Wir wollen ja Gemeinsamkeit haben.
Und es ist aber ein sehr großes Defizit. Deshalb habe ich auch gesagt, Bewusstseinsbildung bringt überhaupt nichts, sondern wir müssen sozusagen konkrete Vergemeinschaftungsangebote machen, wenn wir in unserem Sinne positive Sachen erreichen wollen. Das ist der große Fehler, der kommt also vom IPCC und allen anderen wissenschaftlichen Organisationen, dass sie die ganze Zeit geglaubt haben, das, was in ihrer Wissenschaftler-Community, also in ihrer Gemeinschaft, funktionierende Argumentationen sind, auch im Rest der Welt, die aber ganz andere Gemeinschaften bilden, ankommen würde. Und deshalb funktioniert das ja nicht. Ja? Das bleibt ja konstant segmentär. Ja, diese Argumentation. Aber wenn ich sage, wir machen mal was Gemeinsames, das war der erste Superboom der Fridays for Future, weil das so ungewöhnlich gewesen ist, dass plötzlich es ein vergemeinschaftendes Element gibt und das ist der Schulstreik gewesen. So, und dann sieht man diese 15-, 16-jährigen Kids, ich sehe die dann immer, sah die, als die Bewegung noch stark war, wie die dann hier aus Brandenburg nach Berlin zur Demo fuhren. Und die hatten das erste Demo-Erlebnis ihres Lebens. Und die waren richtig happy in der S-Bahn, dass jetzt was passiert. Und zwar mit anderen gemeinsam passiert. Das sind die bewegenden Momente. Ja? Und deshalb gehen wir immer fehl, auch mit diesen Spezialkommunikationen. Ja? Aber am Ende haben wir, oder auch die, was Sie jetzt thematisiert haben, das sind auch nicht am Ende Kommunikationsprobleme, sondern die setzen an der falschen Stelle an. Die Grünen haben einen riesigen Fehler gemacht, nämlich niemals diese Transformation als gesellschaftliches Projekt zu formulieren, als etwas, was wir machen und dann wird es hinterher besser, sondern sie haben negatorisch argumentiert und sie haben den größten Fehler überhaupt gemacht in der Kommunikation, nämlich allen Leuten zu sagen, das wird gar nichts verändern. Und in dem ersten Moment, wo Heizungsding mal in einer Mini-Geschichte aufscheint, dass auch irgendjemand mal was verändern muss, ist die Bild-Zeitung, die FDP, die Opposition, alle sind da und schreien in einer Beklopptheit, die ihresgleichen sucht, sodass bis heute das Bild vorherrscht, es sei ein handwerklich schlecht gemachtes Gesetz gewesen. Totaler Bullshit. So, und da sind ja so viele Effekte auch drin, dass plötzlich in der deutschen Medienlandschaft der Eigenheimbesitzer das deklassierteste Subjekt der Weltgeschichte gewesen ist. Ja? Und da muss man aber sagen, und das war der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, wir müssen immer auch in Rechnung stellen, die Gegnerschaft. Es ist halt nicht so, dass sozusagen die Bemühungen ungenügend sind. Es gibt so massive Gegnerschaft gegen diese Form von Veränderung. Und die ist massiver denn je. Woher kommt denn der unglaubliche Rollback in der ganzen Umweltpolitik, in der ganzen Ökologiepolitik? Wo kommt das denn her? Weil die Interessen, die damit verbunden sind, dass nichts verändert wird, jetzt viel mehr Raum haben. Weil Politik das gebahnt hat, weil Medien das gebahnt haben. Jetzt heißt es in der FAZ, heißt es, die Klimamode ist vorbei. Ja, als hätten sie denen echt ins Gehirn geschissen. Das muss man doch mal sagen. Ja? Aber das ist das so. Aber das meinte ich mit diesen, ich nenne das ja Shifting Baselines, also diese fundamentalen Einstellungsveränderungen, die niemand merkt. Die glauben ja immer noch, sie sind sozusagen irgendwie führend in keine Ahnung, der Gestaltung der Welt. Aber immanent hat sich alles verändert und es finden falsche Prioritätensetzungen statt und zu diesen falschen Prioritätensetzungen stimmen alle fast dazu. So, und das mit den Grünen. Man hätte diese Transformation, und ich glaube, es gibt sogar eine Chance, jetzt aus dem Desaster was zu machen, diese Transformation als ein Aufbruchsprojekt formulieren müssen. Und hätte auch sagen müssen, da verändert sich was, das kostet an Stellen auch was, aber wir kriegen dafür das und das. Und das nicht mit so einer Flitzkacke wie damals der Bundeskanzler mit, da kommt das neue Wirtschaftswunder oder so. Ja, das ist ja alles desaströs. Aber das ist das große Geheimnis. Und nochmal auf meinen Vortrag zurück. Ich glaube eben auch, dass wir dieser verhängnisvollen Entwicklung, und das glaube ich wirklich, dass da eine Dynamik drin ist, die kann verhängnisvoll werden, dass man das nur irgendwie dem gegensteuern kann, wenn es gelingt, ein gemeinsames Projekt zu formulieren. Ja? Und das auch zu materialisieren an vielen Stellen. Also insofern kann in dem Neustart der Grünen möglicherweise, wenn es richtig gemacht wird, tatsächlich auch eine Chance
liegen, würde ich mir jedenfalls wünschen. Aber die Gegnerschaften, die sind, das sehen wir jetzt, das geht so schnell, wie Essentials einfach gebaut werden. Das hier Verbrenner-Dings, also wir können es ja an jeder Stelle sehen. Ja? Das ist ja total verrückt. Du hattest als zentrales Problem in deinem Vortrag ja das Dagegensein in der Politik in der heutigen Zeit ausgemacht. Und ich selber habe das, also in der Firmenwelt ist da ja eine völlig andere Kultur. Das geht von der Wortwahl, dass meinetwegen in der Firmenwelt meinetwegen das Wort Problem normalerweise nicht verwendet wird, sondern Herausforderung. Man nennt den Wettbewerb überhaupt gar nicht beim Namen, sondern spricht von Wettbewerb. Und das ist in der Politik ja eine völlig andere Kultur. Und das habe ich schon immer so empfunden, dass das da ist. Und da wäre jetzt die erste Frage, hat sich das tatsächlich im Laufe der Zeit geändert oder war es nicht immer schon ein Element der Politik, das einfach da ist? Und die zweite Sache ist, dass du selber jetzt in deinen Vorträgen ja, du hast nichts gesagt, ich liebe die klassische Bedienung des Handschuhfachs, sondern du hast richtig emotional, oh, was für ein Mist, da wird das über Smartphone am Ende gemacht oder jetzt auch über Söder. Du hast ja nicht gesagt, der redet halt den Leuten nach dem Mund, sondern das war richtig emotional dagegen. Und sind nicht solche Elemente auch in dir drin, weil das schafft ja auch bei uns Verbindung, dass man macht sich eben, dadurch schafft man auch Verbindung oder das ist eben so Element, so in der Gruppe dann auch mal einen Knaller zu setzen oder irgendwie so. Ist das nicht vielleicht dann auch sowas? Also das ist natürlich völlig richtig. Man ist ja permanent ein wandelnder Selbstwiderspruch. Aber das finde ich auch gut. Also tatsächlich finde ich da was gut. Also die Aufnötigung dessen, dass man widerspruchsfrei sein müsste, ist ja selber schon etwas Falsches. Also die Art von Gesellschaft, die Art von Demokratie, die Art von Gemeinschaftsbildung, die ich mir vorstelle, ist immer eine voller Widersprüche. Also deshalb wollen wir, unterstelle ich ja auch, eine demokratische Gesellschaft, weil das ist ja eine Gesellschaft, in der Widersprüche existieren und miteinander verhandelt werden. Und natürlich kann man unter den objektiven Bedingungen, unter denen wir zu leben immer noch das Privileg haben, natürlich Widersprüche auch austragen für sich selbst. Den Punkt sehe ich schon, ich bin ein großer Polemiker und rede gerne gegen. Ich versuche das aber nur eigentlich so zu machen, dass sich das selbst ad absurdum führt. Ja? Also ich würde ja auch über Menschen, die ich jetzt in dem vorher diskutierten Sinne auf der Gegnerseite verorten würde ich immer versuchen, das absurde Element herauszuarbeiten und nicht zu sagen, das sind jetzt irgendwie gefährliche Feinde oder sowas. Bei bestimmten, die wirklich die gefährlichen Feinde sind, die auch nichts anderes im Schilde führen. So, aber die Sachwalter des Falschen, finde ich, kann man schön ironisieren mit den Absurditäten. Also sagen wir mal so mal als ein Beispiel, die von mir so sehr geschätzte 0,8% Partei FDP ist ja traditionell Sachwalterin der Freiheit und der freiheitlichen Ordnung. Ich habe niemals irgendjemand von denen irgendetwas gegen diese Stasi-Autos sagen hören. Also das, was ich vorhin skizziert habe, diese Autos, mit denen man da rumfährt, die Augenbewegungen kontrollieren, die sagen, du bist jetzt müde oder sonst was. Die erheben ja permanent Daten über jeden Meter, den die Fahrerin zurücklegt, wie sie sich fühlt. Das sind ja Überwachungsinstitutionen. Warum bitte ist eine freiheitliche Partei, warum sagt niemand was? Warum kommt da nichts? Naja, weil das jetzt so ist und weil das auch für die Autoindustrie super ist oder sonst wie. Ja, also da ist, und ich finde, wenn man darüber spricht, dann redet man natürlich gegen etwas, aber sozusagen im Modus der Herausarbeitung des Absurden und des Unverständlichen. Und so würde ich versuchen, damit umzugehen. Der erste Teil der Frage war was? Ob sich das tatsächlich geändert hat in der politischen Kultur? Ja, ich bin der Meinung, es hat sich extrem geändert und es hat was mit der veränderten Medienlandschaft zu tun und die hat was mit den Direktmedien zu tun, also den sogenannten sozialen Netzwerken und den Algorithmen, die diesen Dingen zugrunde liegen. Weil diese Algorithmen funktionieren, also Jaron Lanier, selber sozusagen Kind und Spross dieser Digital Culture,
hat das ja sehr früh gesagt. Er hat ja ein kleines Büchlein geschrieben, warum du deinen Facebook-Account oder dein soziales Netzwerk abmelden musst oder sowas. Er sagt, weil wir alle zu Arschlöchern werden, wörtlich. Warum werden wir alle zu Arschlöchern oder diejenigen, die es benutzen? Weil sozusagen die Prämierung einer Mitteilung, die man dort macht oder was geliked wird oder sonst was, desto mehr nach oben gerankt wird, je mehr Klamauk es macht. Und Klamauk ist natürlich das, was irgendwie jemanden anklagt, jemanden niedermacht, etwas skandalisiert und sonst was. Und das hat unsere ganze Kultur unglaublich zerstört. Ja, das ist ja total irre, auch was man für normal hält. Und dann muss man sich so jemanden angucken wie Herrn Merz, der ja nicht müde wird, obwohl er sich als konservativ bezeichnet und prätendiert, kanzlertauglich zu sein, in welcher diffamierenden Weise der Äußerungen über andere Menschen macht. Beispielsweise über Geflüchtete. Ich erinnere, wenn man das zitiert, fällt man schon drauf rein. Ja, weil man dann wiederholt man das Ganze schon wieder. Und in der Hinsicht hat sich in der Öffentlichkeit, in der kompletten Öffentlichkeit, im breiten Sinne, aber natürlich auch in der politischen Kommunikation unglaublich viel verändert. Und zwar zum Unguten, in dem Sinne, dass ja überhaupt nichts Gemeinschaftsstiftendes mehr thematisiert wird, sondern es wird ja immer nur das Gemeinschaftszerstörende thematisiert. Ja? Und das ist für Demokratie total schlecht. Also deshalb nochmal, ja, die Schule der Nation ist die Schule. Das ist ja etwas, es geht um eine Institution, die per se gemeinschaftsbildend ist. Wenn ich das zum Zentrum mache, ist das was vollkommen anderes, als zu sagen, die Kinder müssen international wettbewerbsfähig sein. Okay? Das ist ein vollkommen anderer Text mit einem vollkommen anderen Inhalt und einem vollkommen anderen gesellschaftlichen Bezug. Ja. Wie kriege ich jetzt diesen Brückenschlag zu meinem kleinen Zwischenruf, der dich betrifft und deine Reise mit deinem Sohn durch die Staaten? Ich hatte es die ganze Zeit überlegt, also jetzt FDP, wunderbar, da kann man auch stundenlang drüber reden, was die alles falsch gemacht haben in der Kommunikation. Mir würde es jetzt wirklich um diesen Aspekt der Gemeinsamkeit gehen, den du auch immer ganz vorne hast und bei dem man, glaube ich, auch sehen kann, dass man dann wirklich nicht nur, es geht eben nicht nur ums Wollen, und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil du gesagt hast, die Menschen in Amerika, egal ob sie jetzt Trump wählen oder was auch immer wählen, die wollen etwas anderes. Die wollen diese Gemeinsamkeit. Die Frage an dich wäre konkret, machen die schon was? Vielleicht haben die ja schon irgendwelche Tools, vielleicht haben die ja schon irgendwelche Werkzeuge, von denen man lernen kann, die vielleicht sogar sich übertragen lassen. Und dazu ist mir eine Sache eingefallen, die ich ganz einfach mal einwerfen möchte, auch zum Thema der Klimakatastrophe. Es gibt einen wunderbaren Film bei YouTube, 25 Minuten Doku über Helene, also über diesen Hurricane, der vor 10 Tagen North Carolina heimgesucht hat. Es ist unglaublich, also einfach mal Asheville und Helene eingeben. Das ist ein Dorf, das zur Gemeinsamkeit per Desaster, also nicht per Design, sondern per Desaster gefunden hat. Und das ist erstaunlich. Also, dass die Menschen tatsächlich aus dieser Geworfenheit heraus in einen Zustand des Miteinander kommen und plötzlich auch, also nicht jetzt hysterisch oder unruhig, natürlich teilweise auch sehr traurig sind über die toten Menschen und das, was dort passiert ist und das Ganze, was sie verloren haben, aber gleichzeitig auch einen Impuls bekommen haben, sich wieder neu zu organisieren und sich anders zu organisieren. Und das wäre die Frage direkt an dich, inwieweit du da vielleicht was gesehen hast in Amerika auch. Aber bitte ganz, ganz kurz. Nee, ganz kurz bitte die Antwort. Ich habe das ja eigentlich schon gesagt. Die gehen jetzt zu den Trump-Veranstaltungen oder hier zur AfD und machen genau das. Sie begeben sich in eine neue Gruppe und haben die Hoffnung, dass das Heilsversprechen, eigentlich religiöse Heilsversprechen, dass ihnen das bringt, was sie suchen. Und daran sehen wir ja schon, dass was passiert. Aber sie machen das natürlich nicht so, wie die Analyse, die historische, soziologische, tiefenpsychologische Analyse das eigentlich vorschlagen würde. Sie gehen nämlich den falschen Leuten auf den Leim.
Und die Frage ist jetzt, wie kann man das umdrehen? Und da möchte ich nochmal auf den Peter Pomerantsev verweisen, der ja nicht nur diese populistischen Bewegungen untersucht hat, sondern auch ein Buch geschrieben hat, wie in der Nazi-Zeit hier sozusagen Dissonanz erzeugt worden ist, innerhalb der Believers, dass die sozusagen aus ihrem ausbrechen können, aus diesen kleinen Gruppen, die wir denken, wir können sie nicht mehr sprengen. Das ist jetzt auch wieder ein Ansatz von außen, aber ich glaube, wir sehen schon, dass die Leute sich organisieren und was machen. Es ist nicht so, dass die daheim sitzen und keine Veränderung wollen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlich falscher Ansatz, obwohl das natürlich passiert. Wir wissen, dass es in der Psychologie passiert. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir die auf den nicht für uns richtigen Weg, weil wir eine andere Glaubensgeschichte haben, sondern weil sozusagen die Fakten oder die Natur der Dinge so ist, dass das eben, die Wärmepumpe ist eben thermodynamisch am besten. Die Diktatur der Natur, die müssen wir eben bescheiden sozusagen akzeptieren und gucken, dass wir da irgendwo so auf einer Straße, in so einer Bandbreite, da irgendwo landen und nicht irgendwo in den Straßengräben landen. Aber ich glaube, der Harald Welzer kann das viel besser sagen. Das war ja aber der Frage. Ist gerade überfordert. Ich würde vielleicht auch eine Frage möchte ich nur stellen, weil ich nämlich 40 Fragen vorbereitet habe und ich möchte zumindest, dass meine eigene Arbeit auch... 40? Naja. Doch so viele. Ja. Wir können auch danach noch weiter... Nein, also eine Frage und zwar, ich habe ja auch dein Buch gelesen, übrigens sehr spannend, bitte alle auch kaufen draußen. Und zwar schreibst du auch in deinem Buch über Begegnungsflächen, du schreibst über bessere Technologien, hast du ja auch gerade erzählt. Was brauchen wir eigentlich? Ist Innovation eigentlich immer so nützlich und hilfreich oder machen wir die Innovation nur, dass andere große Konzerne Geld erhalten? Und mich interessiert es, wie wir eigentlich die Begegnungsflächen, wie wir diese Begegnungsflächen eigentlich wieder vergrößern können. Und damit meine ich echte Begegnungsflächen. Also so eine Fläche, wie ich jetzt hier gerade auf jeden Fall als guten Ort klassifizieren würde. Naja, also die gibt es ja. Also deshalb interessieren mich ja auch die guten Orte. Aber es ist eben auch eine Frage, die eben genau zwei Seiten hat. Man kann sich ja die Frage stellen, warum gibt es für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel Kids und Jugendliche, die kein Geld haben oder Menschen, die Geringverdiener sind oder sowas, wieso gibt es eigentlich so wenig öffentliche Orte, wo man hingehen kann, ohne dass es etwas kostet? Ja? Warum gibt es überall Shopping-Malls, wo man aber nicht konsumfrei oder sozusagen nicht konsumistisch sich aufhalten kann. Also Kinder und Jugendliche sind ja sehr kreativ, solche Orte zu finden. Aber wir haben sehr viele von solchen Orten verloren. Und ich denke halt immer darüber nach oder ich suche solche Orte, wo ja auch automatisch, wenn man irgendwo gerne ist, und sich anlasslos vergemeinschaftet, was für ein beklopptes Wort. Ja? Also man hängt zusammen ab, aber man kann es, ohne vertrieben zu werden, oder man kann es sogar desto besser, je einladender diese Orte sind. In Skandinavien machen die das, indem sie Bibliotheken bauen, neue Bibliotheken, architektonisch großartig. Die sind aber nicht nur dafür da, dass man da hingeht und sich ein Buch ausleiht, sondern die haben Räume, wo man sich aufhalten kann, wo man gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, diskutieren kann oder was spielen kann. Die sind sozusagen als Community-Häuser konzipiert. Das ist sehr, sehr stark, ist gerade fast so eine Bewegung, weil das genau darauf reflektiert, dass über diese Monetarisierung von Öffentlichkeit genau diese Räume verloren gegangen sind. Auch das ist schlecht für Demokratie, wenn es diese Räume nicht gibt, weil das alles bedeutet, ja, jetzt mache ich noch einmal den Schlenker zu diesen sozialen Netzwerken der veränderten Kommunikation zurück. Was ist die zentrale Eigenschaft dieser ganzen Sozialtechnologien, das sind es ja, ist ja die radikale Vereinzelung. Das ist die Absicht, die dahinter steht, weil der radikal Vereinzelte, die radikal Vereinzelte, ist das beste Objekt dafür, Konsumangebote anzunehmen, Bedürfnisse geweckt zu bekommen, Glücksversprechen zu glauben. Ja, das ist auch ein alter Hut. Das gab es als Sozialtechnologie schon, bevor es die sozialen Netzwerke gab. Die treiben das aber auf die Spitze. Und die Menschen, wir sehen das ja, bei den
Depressionshäufigkeiten und Suizidhäufigkeiten, gerade bei jungen Mädchen, das ist ja eine epidemische Geschichte, die unmittelbar was mit der Funktionsweise dieser sozialen Netzwerke zu tun hat. Das muss man sich mal reinziehen. Übrigens eine gesundheitspolitische Leerstelle. Niemand redet darüber. Ein Wahnsinn, was da passiert. Aber der Kern des Ganzen vom Resultat her ist Steigerung von Vereinzelung von Menschen. Und diese Form von, was diese libertären Typen aus dem Silicon Valley und so, was die Elon Musk dieser Welt sich vorstellen, sind natürlich radikal vereinzelte Menschen. Weil mit denen kann ich wunderbar alles machen. Während vergemeinschaftete, sozialisierte Menschen viel, viel schwieriger zu steuern und zu manipulieren sind. Und so schließt sich auch der Kreis, weil das hat Hannah Arendt schon richtig rausgearbeitet, sozusagen das Vereinsamte, das verlassene Individuum ist das Individuum, was eigentlich faschistische Diktatoren und sonst was brauchen, weil die setzen die Vereinzelten zusammen. Wir müssen aber demokratisch betrachtet diese Form von Zusammensetzung aus freier Wahl, aus freier Entscheidung, aus Erwartung auf Austausch und Inspiration und Freude beim Zusammensein, müssen wir die schaffen. Ja? Und nicht irgendwie über Tools nachdenken oder sonst wie. Ja? Und deshalb ist auch die Frage nach den Orten, also nach Orten der Vergemeinschaftung, ist total zentral. Gute Plätze haben diese Eigenschaft. Warum finden alle Revolutionen auf Plätzen statt? Und die finden bestimmt nicht vorm Humboldt-Forum statt, ganz sicher nicht. Wird niemals eine Revolution von ausgehen, nie. Vielleicht gibt es da hier auch im Saal ganz, ganz viele Menschen, die jetzt versuchen, ihre ersten Ideen, ihre ersten Konzepte vielleicht auch mit der Gemeinschaft weiterzuarbeiten und da vielleicht auch wirklich gemeinschaftliche Ideen in die Welt zu setzen, weil dafür wollen wir auch hier sein beim Summit und diesen Ort schaffen, dass genau daraus auch noch etwas weiteres wächst. Ich lasse noch eine Frage zu, eine kurze Frage. Bitte, ja. Sven, mein Name, ich bin Diplom-Geograf und in Mecklenburg-Vorpommern im Greifswald studiert. Und was ich halt feststelle, ist, dass wir eine Entvölkerung haben in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, in Thüringen und eine Veralterung der Gesellschaft. Massiv bis 2040, noch schlimmer bis 2070. Wie können wir schöne Orte schaffen im ländlichen Raum, wenn die Bevölkerung altert und auch keine jungen Leute mehr nachkommen und sich dort ansiedeln? Und ich sehe das als sehr, sehr großes Problem für die Zukunft in Deutschland, in einigen Regionen, vor allem in Ostdeutschland. Und ich glaube, meine Frage ist ein bisschen, ob man nicht ein dänisches oder skandinavisches Konzept einführen könnte, Landschulen wieder und Kinder wieder dahin zu bringen, junge Frauen wieder in die Dörfer zu bringen, also die Schule quasi unabhängig von dem Gebäude zu machen, sondern man hat Landlehrer, man hat Kinder, es braucht ja eine Perspektive, da auch wieder als gebärfähige Frau in den ländlichen Raum zu gehen, um einen lebenswerten Zukunftsort zu schaffen. Ja. Also die Frage kann man natürlich nur so beantworten, dass es sicherlich sehr viele Instrumente oder Strategien oder so gibt. Ja? Und natürlich muss man auch da die Frage stellen, warum sind denn die ländlichen Räume verödet? Wieso eigentlich? Also wo wir ja an vielen anderen Stellen der Welt unter Ballung, unter zu wenig Platz, unter Hässlichkeit und sonst was leiden. Und mir fällt da eine meiner Lieblingsgeschichten ein, die ich immer erwähne, wenn es um Mobilität geht. Wenn es um Mobilität geht, reden ja alle immer über Elektroautos oder keine Ahnung. Ja? Und die Gemeinde Krumbach, auch in Vorarlberg, was übrigens ein interessantes Bundesland ist, wo Dinge miteinander zusammenhängen. Die Gemeinde Krumbach in Vorarlberg, 1000 Einwohner, hat etwas sehr Interessantes gemacht. Die haben nämlich festgestellt, dass ihre ganzen Bewohnerinnen und Bewohner dauernd Auto fahren müssen, weil sie zur 20 Kilometer entfernten Shopping Mall, wie das überall in diesen zersiedelten und entleerten Räumen der Fall ist. Das heißt, die brauchen ein Auto, die müssen dahin fahren, bla 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 bla. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, das machen wir anders, wir subventionieren Lebensmittelladen in unserem Ort. Punkt. Ende. Ja, da gibt es einen Lebensmittelladen, aber der reduziert Mobilität, der schafft sozialen Austausch, insbesondere auch für die älteren Leute. Man kann da hingehen, man hat dann seinen Smalltalk dort und man fühlt sich irgendwie adressiert, man fühlt sich gemeint und sonst was. Was haben die als nächstes gemacht? Die haben was total Abgefahrenes gemacht.
Die haben einen internationalen Architektenwettbewerb für Bushaltestellen ausgeschrieben. International. Und die besten Architekturbüros haben sich darauf beworben. Und es gab zwei Bedingungen für diese Bushaltestellen. Lokale Materialien und lokales Handwerk, was die Sachen ausführt. Also nicht sozusagen diese Überflieger International Architecture Geschichten, wo es egal ist, ob man in Dubai oder in Posemuckel baut, Hauptsache so ein Phallus steht da in der Welt. Nee, die haben das so gemacht und es war für viele Architekturbüros war das halt eine Herausforderung, das zu machen. Und das hat den Effekt, dass wenn man da in die Gegend kommt, auch wenn man das gar nicht weiß, denkt man, was haben die denn hier für Bushaltestellen? Ja, das sind irre schöne Bushaltestellen, wo man auch eine Idee davon bekommt, dass die anders sein können als unsere Menschenvertreibungs-, bitte haltet ihr euch nicht auf Bushaltestellen, die, wie wir sie gewohnt sind. Die sind ja alle so designt, dass man da nicht sein soll. Ja, bis hin zu den menschenfeindlichen Bänken, wo bitte Obdachlose nicht übernachten sollen, damit da werden dann immer noch Sachen dazu gebaut, dass die sich nicht ausstrecken können und so. Also versteht ihr, was ich meine? Es sind oft, und da komme ich auf den Anfang zurück, es sind scheinbar total kleine Sachen, ja, die irgendwie ganz minimal irgendwo ansetzen. Und wenn man sie sieht, denkt man, ist das irre? Ist das cool? Und der Effekt ist, die haben eine andere Form von Mobilität dort in dieser kleinen Region als in allen umliegenden Regionen. Und darum geht es ja. Und die haben, dann kommt noch was dazu, dass die Leute, die von dort kommen, die können sagen, wir sind die mit diesen coolen Bushaltestellen. Und übrigens haben wir auch einen Laden bei uns im Dorf. Ja? Also da kommen auf so einfache Weise, kommt alles zusammen. Ich verbessere den Zusammenhalt dort im Ort. Ich mache etwas gegen Klimawandel, ich verbessere die Lebenssituation hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeiten, ich verbessere die Ästhetik, ich habe sozusagen das komplette Package und es kostet so gut wie nichts. Wir haben ja auch letztes Jahr beim Summit ein ganz wunderbares Team hier gehabt, die haben wir durch dich kennengelernt, durch Futur 2, die Platzhalter. Und ich komme darauf, weil die auch bei Bushaltestellen auch sind, das sind sozusagen ja zwei Jungs, die, vielleicht erklärst du es vielleicht lieber. Es sind zwei Jungs, die sozusagen sagen, okay, man wird die ganze Zeit mit Werbung beschallt, ja, ob man will oder nicht, man kriegt die ganze Zeit Werbung zu sehen, aber die Jungs haben Verträge gemacht und bekommen diese Werbeplakate umsonst und machen daraus was anderes. Zum Beispiel, man kann Käse... Die Flächen, genau. Man kann, an einer Fläche kann man Käsekästchen spielen, an anderer ist ein Basketballkorb rangemalt, da kann man Basketball spielen, dann gibt es Suche, Finde, was gibt es noch? Unterschiedliche Ideen. Und das sozusagen auch einen Raum komplett umgestaltet und wieder menschenwürdiger gemacht. Also, dass man sich auch wirklich aufhalten will an dieser komischen Bushaltestelle, weil man einfach noch dieses Käsekästchen zu Ende spielen möchte. Und das sind sozusagen Ideen, die einfach jetzt gar nicht mal so viel Innovation brauchen. Also, man braucht einen klugen Kopf, aber es sind Ideen, die einfach Lust haben, Dinge anders zu sehen. Ungefähr so war das doch, ne? Ungefähr, ja. Ich würde jetzt die allerletzte Frage zulassen, wenn sie kurz ist. Danke, Johanna. Ich lasse die Frage weg. Ich bin aufgestanden, weil ich glaube, eine Antwort anbieten zu können. Lasse die Frage weg, sparen wir ein bisschen Zeit. Harald, als du gesprochen hast über Dasein, Gemeinschaft und Perspektive und hast es an einem Platz festgemacht. Ich habe nicht an einen Platz gedacht, ich habe an ein Unternehmen gedacht. Also nicht geografisch. Denn das, was wir schaffen, ist ja auch eine Gemeinschaft von Leuten. Ich habe ein kleines Konsultunternehmen in Schweden und ich habe 50 Jahre gebraucht, um einzusehen, dass ich Chaosmanager bin. Dummerweise bin ich auch Generalist. Ich kann also nichts richtig. Ich bin also darauf angewiesen, dass ich Experten habe und zwar ziemlich viele. Und das, was wir jetzt im Moment gerade suchen, das ist so eine Idee, die eigentlich absurd ist. Nämlich wir suchen eigentlich Leute, die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie Consult sein können. Nörder, die sich also wirklich irgendwo eingraben können und das sind oft die sich irgendwie empfinden als Outsider. Also genau die Zielgruppe, Harald, die du sagtest, die so leicht zu beeinflussen ist. Jetzt fangen wir an, ein kleines Netzwerk aufzubauen an genau diesen Nerdern. Die brauchen auch nicht die ganze Zeit zu arbeiten, aber wenn wir eine Frage haben und das ist was für die, dann können wir sie mit ins Boot holen. Also vielleicht können wir eher dazu beitragen, die Situation zu verbessern, als wir glauben. Dankeschön. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Also ich danke euch allen. Ich danke für die wahnsinnig spannenden Fragen. Ich danke für die sehr, sehr spannenden Antworten. Und ich lege euch allen ans Herz. Foto 2 hat er netterweise wirklich gesponsert. Also ihr könnt die Foto 2 Magazine gerne mitnehmen am Infostand. Ihr könnt die auch übrigens abonnieren. Und wir haben ja den ganzen Vertrieb, machen wir zusammen mit der Taz. Und das Abo kostet irgendwie, was kostet das? 34 Euro nicht viel, ja. Im Jahr. Ja. Und man kann wahrscheinlich auf besonderen Wunsch auch das Giveaway, was man dazu bekommt, irgendein Beutel, ablehnen. Das macht den Abo-Entschluss einfacher. Perfekt. Und natürlich auch die Bücher von Harald Welzer. Ja. Und für alle, die sozusagen sich den Vortrag auch nochmal anschauen wollen, wir haben ja alles aufgezeichnet und ihr könnt gerne auch noch morgen nochmal ins Netz gehen und euch das anschauen. Also ja, vielen, vielen Dank. Sehr gern. Es geht jetzt gleich weiter in die nächste Impulsgruppe. Später geht es dann hier weiter. Und für alle, die ihre Handy sozusagen in ihre Handys aufladen müssen noch, wir haben draußen den Sebastian Fleiter, ein kreativer Künstler. Und da kann man auf so einem Fahrrad stehen und dabei sein Handy aufladen. Also nur, falls die Batterie mal streikt und ihr Sport machen müsst. Bis später. Also wer lebendige Orte hat, kennt, fürs nächste Jahr, kann bitte kommen, dass wir uns verbinden miteinander.